Pyros, hallo, herzlich willkommen zu der diesjährigen Einkaufstour 2022-23. Es ist gute 6 Uhr morgens. Ich habe richtig Bock. Gleich geht's los in die Discounter. Liste liegt bereit, Geld liegt bereit, Feuerzeug liegt bereit. Ich gucke mir hier noch ein bisschen mein schon gekauftes Feuerwerk an und ich frühstücke jetzt was und dann sieht man sich gleich wieder, wenn wir beim ersten Stop sind und der wird höchstwahrscheinlich Lidl sein. Also bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier im Lidl. Meine Jungs auch schon alle gespannt, wollen auch schon alle Feuerwerk hier haben. Rennt schon los. Wir sind motiviert. So, Sortiment ist gekauft. Von meinen Kollegen auch. Lidl war zwar schnell alles weg, aber geht gut. Auch hier leider alles weggekauft, größtenteils. Genauso wie hier. Da haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Sieht aber relativ schlecht aus. Lidl und Aldi, alle ziemlich viel gerippt, aber Einkaufswagen ist noch relativ voll. So, wir waren jetzt bei Netto. Da drin durfte ich auch wieder keine Aufnahmen machen, denn es ist relativ unschillig. Aber wir haben hier richtig geilen Stuff. Wir werden alles nochmal sortieren. Dynamite Bag, Killer Bees, da kommen schon wieder die nächsten mit den Woodstock Packs. Also, was weiß ich, hinten. Der Laden ist rappelvoll, ja. Also wir haben richtig Bock hier, ein richtig geiles Silvester. Batterien zeige ich euch auch noch. Artus haben wir natürlich mit dem Ironheart Verbund, Jackpot, Leuchtfeuer, Sortiment, Bengalos, alles dabei, was das Herz begehrt. Wir klären aber nochmal auf, Pyrolat-Bestellung kommt ja sowieso noch. Nächster Halt ist jetzt erstmal Einzelhändler in der Pichelsdorfer. Und dann geht's weiter zum Norma und zu Thomas Philips. Sehr schön, Jungs, weiter geht's. So, kurz mal haben wir die Sachen zu Hause verstaut, wieder für einen neuen Platz im Kofferraum und jetzt geht's ins Norma. Mal gucken, ob wir da alles bekommen. Ich hoffe es, weil Norma hat dieses Jahr ein echt geiles Sortiment. Haben jetzt hier nochmal ein gutes Sortiment mitgenommen. Airshorts, Outlaw, haben wir hier, Magic, Heulabatterie, Rocket Rally darf natürlich gar kein Fall fehlen. Dann runter ist nochmal das Katana und dann geht's jetzt weiter zu Thomas. So Jungs, Thomas Philips ist rappelvoll, deswegen halte ich mich kurz. Wir haben ein paar Kubis mitgenommen, Cubic Sander, 2x D-Schinken, ein Leuchtartikel, 4-5 kleinere Batterien von TNZ und die große Gigant von Kobit. Ja, das war unsere Ausbeute hier, war vieles leider auch nicht mehr da, aber mal schauen. So Pyros, wir sind jetzt von der Einkaufstour nach Hause angelangt. Wir waren nochmal bei Thomas Philips, wie ihr mitbekommen habt. Und danach waren wir nochmal bei einem kleineren Feuerwerkshändler, Einzelhändler. Haben auch nochmal ein paar coole Sachen bekommen, ein paar coole Sachen mitgenommen und auch noch coole Gespräche geführt mit den jeweiligen Verkäufern. Und ja, jetzt bin ich hier gerade zu Hause in meinem Zimmer mit meinem wunderschönen Aquarium. Und ja, wir haben jetzt hier die Sachen, die hier so besorgt wurden heute und da gehen wir jetzt einfach mal gut. Ich werde jetzt nicht alles im Einzelnen analysieren, darauf habt ihr definitiv auch keinen Bock. Aber ich kann euch ja einfach mal zeigen, was wir hier unten haben. Gehen wir runter, fangen wir ganz klassisch an. Haben wir doppelte China Böller D von Kobit, 80 Stück, zwei Schinken mitgenommen. Dann haben wir 9 Schuss Magic von Nico zweimal mitgenommen, 50 Schuss Alien, Heulerbatterie, Shooting Stars Bombenrohre mit dem Knallstern. Kubis von Komet, Kubis von Keller, hier ganz geil, Stormy Lightning von Nico, einfach mal aus Spaß, so eine umweltfreundliche, was auch immer, umweltverträglicheres Feuerwerk, ja, frei von Plastik, gut, finde ich ganz gut, kann man machen, geräuschreduziert und CO2-neutral, aha, was auch immer das heißen mag. Wir probieren es einfach mal aus, ich äußere mich jetzt nicht dazu. Dann haben wir noch Supreme Shots, Vortex Salut, kennt ihr ja schon aus Polen mitgenommen, Screenshots aus Polen mitgenommen. Double Flash, dreimal die Flashbangs. Star Rockets, die kleinen, haben wir dabei. Ich weiß nicht, langsam geht es vielleicht jetzt auch in den Bereich, wo wir weiter weggehen. Haben wir hier Funke, D-Böller, schönes Leuchtsortiment, namenslos mit ein paar Böllern, mit ein paar römischen Lichtern. Zweimal schön das Bang Pack mitgenommen. Und dann haben wir hier Killer Bee Batterie von Nico, Artus von Weco und 19 Schuss Multi-Effekt Tristan von Weco. Ich hoffe, das sieht man hier gut. So, und jetzt geht es auch hier schon in die weitere Entfernung. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, nehme ich hier die Kamera mit, löse ich sie vom Stativ und dann gehen wir mal einfach mal näher ran. Was haben wir hier? Laser.
auch nur zu empfehlen, schöne Fontänenbatterie. Sky Shots, Supreme Shots habe ich schon, glaube ich, erwähnt. Leuchtspektakel aus dem Lidl, ein paar Wunderkerzen mitgenommen, ein paar römische Lichter mitgenommen. Ja, zu den Raketensets, relativ simpel. Dreimal Arena of Rockets, ich glaube dreimal das Woodstock, Fire Fantasy ist dabei, Rocket Rally ist dabei, Wheels of Fire ist dabei aus dem Norma und aus dem Netto. Netto hatte auch dieses Jahr Jans hier, Nico. Ja, mit Woodstock kann man sowieso nichts falsch machen. Was haben wir hier? Richtig schön, noch nie gezündet. Scream, Maxi, 5 Böller von Klasek. Bin ich richtig schön gespannt. Und hier, ja, Freunde, dass man sowas bekommt. Triple Dumbum, komplette Packung, 2 Stück erstmal mitgenommen. Die werden richtig Bock machen. Ein paar Strobos haben wir. Pegasus. Hinter der Pegasus versteckt sich die Poison. Doppelt mitgenommen. Von Aldi kennt jeder, kann man gar nichts mit falsch machen. Poison, richtig geiles Ding. Geht's weiter. Kann auch sein, dass ich jetzt viermal irgendwie was Kleines vergesse. Ihr seht's ja, ist jetzt hier ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Haben wir. Crackling, Eruption, sehr geil, Nico, Jackpot, haben wir Sonnenvögel, haben wir Vulkane, Heliosfontänen, Silbercracker, früher waren das noch Reiber, mittlerweile leider nicht mehr, viel große Knallfrösche, römische Lichter, also ihr merkt schon Pyros, hier an diesem Silvester, da bleibt wirklich ja nichts aus, haben wir richtig geiles Equipment, richtig geiles Sortiment, ihr werdet bereichert mit Videos, die dann eventuell nächstes Jahr zum Ende des Jahres kommen als Vorfreude, aber ein paar schenke ich euch natürlich auch im Januar und der Silvester-Vlog muss natürlich auch dabei sein, aber halten wir uns hier nicht zu lange auf. Goldstars, 19 Schuss, Weco, kleine süße Batterie, mitgenommen, Verbund, Ironheart, 103 Schuss, Weco, kann man gar nichts falsch machen, Effekthöhe ca. 30 bis 45 Meter, sind 3 Batterien aneinander, zündlich zum ersten Mal. Bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Dumbum, Crackling. Auch sehr geil. Klasek. Bin ich gespannt. Powerbank. Einfach mal mitgenommen. Habe ich mir da von so einem Typen andrehen lassen. Wollte ich einfach mal machen. Machen wir vielleicht einfach mal so ein Single-Video über die Powerbank, über das Pack. Vielleicht sind die Batterien, die da drin sind, ja ganz gut. Kleine 7, 9 Schuss-Batterien und ein paar Fontänen-Batterien. Wie schon gesagt, Arena of Rocket aus dem Lidl. 20 Teiler. Die Raketen Seahawk, Redhawk. Wie auch immer, sollten eigentlich die meisten bekannt sein. Werdet ihr auch ein paar sehen in den Videos. Keine Sorge, ich erspare euch da gar nichts. Könnt ihr alle reingucken. Woodstock Pack. Was haben wir dann hier noch? Salutraketen von Funke. Auch nochmal das Woodstock. Brooklyn in der Mitte und hinten versteckt sich das Fire Fantasy. Da sind auch noch unten ein paar kleine Sachen dabei, die man gut und gerne zünden kann. Double Power habe ich hoffentlich auch nicht vergessen. Und ja, gut, ich feiere hier auch noch mit Leuten zusammen, die bringen auch noch mal Stuff mit, aber handelt sich ja definitiv oder lediglich nur um diese Einkaufstour. Also gehen wir jetzt auch mal hoch hier in den Bereich. Taskforce, 20 Schuss, Nico, sehr geiles Teil. Outlaw, 16 Schuss, Nico, richtig schön Kaliber, Top-Empfehlung, gefällt mir. Schöne kleine Rauchbombe in Blau, zweimal Bengalfeuer mitgenommen in Rot. Gigant 3, Ahsoka, Aeon, ja, und wenn man denkt, oh, Gigant 3, ey, Alter, voll die krasse Batterie, wird bestimmt auch richtig schön fein sein, ja, hier haben wir Gigant Nummer 1 von einer ganz anderen Marke, gehört gar nichts zusammen, kleines Wortspiel, Gigant von Komet, 27 Schuss, richtig fette Kaliber, Alter, hab richtig Bock auf das Teil, Black Ice, PL240, Blutschnee, Blitzrum Salutbatterie, Der Devil aus dem Lidl, absoluter Top-Klassiker. Gravity, darüber nochmal eine Goldstars. Air Force, Uranus, Gold Blue und Collar Cracker von Funke hinten noch dran. Also Jungs, heute war das eine richtig erfolgreiche Tour. Ich werd morgen auch nochmal gucken, vielleicht nimmt man irgendwo noch ein paar Raritäten mit oder greift nochmal ein, zwei Sachen ab, weil ihr wisst, Pyros, man kann es nicht lassen in dieser Zeit. Richtig geiles Sortiment, ich freue mich richtig auf diesen Tag. Mit dem Stuff noch von den anderen. Wird richtig gut. Lasst ein Like oder ein Abo da, wenn euch diese Einkaufstour gefallen hat. Ich hoffe es. Ich habe mir Mühe gegeben. Und ja, bis dann. Ciao, ciao, Pyros.